So, und damit ein Hey-ho und herzlich willkommen bei Gotham Knights. So, wir spielen hier immer noch als Nightwing. Durch die Stadt geistern wir rum. Oh, guck mal, da ist noch ein schönes Ding. Da können wir auch gleich mal gucken nach Verbrechen. Ne? Haben zwei kleine Verbrechen schon, ich sag mal, vereitelt. Und in der Hinsicht versuchen wir natürlich nach und nach alle irgendwie zu vereiteln, die wir vereiteln können. Ne? So. Warum sind alle in Gotham so langweilig? Los, Angriff on. Um. Zack, 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 zack. Bam. Nightwing, du bist der. Mann, so macht das keinen Spaß. Spatz. Komm mal her hier. Zack. So. Let's go. Damit haben wir das schon mal. Dann haben wir da auch noch mal eins, wo wir lang können. Wo ich sage, jo. Oh, das ist Nightwing. Oh, das ist ein Nightwing. Ja, das ist er. Der einzig wahre. So. Überraschung! Patz! Und genau gegen den anderen. Ich würde ja liegen bleiben. Die Party wird richtig heiß. Du willst eine heiße Party? Ah, das kannst du. Machen wir für heute Schluss. Zack. Und wir verhören mal ein bisschen. Ich weiß, dass du mit Langstrom zu tun hattest. Wer wollte seinen Tod? Ich wusste nicht mal, dass der Trottel tot ist. Der Kerl hat uns gutes Geld gegeben, damit er uns das Zeug spritzt. Sicher, dass es kein Raubüberfall war? Zack. Glockenturm, leider wissen Gothams Kriminelle über Langstroms Tod genauso wenig wie wir. Wir lassen uns was einfallen. Und wir wissen, wo Talia ist. Ich sende die Koordinaten. Oh, schick. Perfekt. Danke. Ja, dann würde ich sagen, da gehen wir dann als nächstes hin, ne? Wenn wir eh wissen, wo sie ist. Why not? Ja, nee. Wenn, dann wollen wir die hochwertigen Pfeile nutzen. Ne? Anzug. Den Standardanzug zerlegen wir uns auch noch mal. So, Anzüge haben wir sogar noch was Besseres. Aber der ist schlechter als meiner. Warum sollte ich den anbauen? Da haben wir eher was Schönes. Gebundene Pfeile. Schwungpfeile. Und Dings. Ich würde sagen, wir machen die gebundenen Pfeile. Ne? Gebundene Pfeile sieht zumindest was. Warte mal. Im Inventar? Warte mal. Ausrüstung? Hier? Wieso? Ich habe doch gerade die gebundene Pfeile. Also ich stelle jetzt mal die anderen auch her. Mal gucken. Ach so, die werden hinzugefügt, sobald ich im Glockenturm bin. Alles klar. Wir stellen die trotzdem mal schnell her, die Sachen. So, hey, guck mal.
Ding. Auf jeden Fall. Weil das Ding sorgt dafür, dass ich erhöhtes Leben habe. So. Und erhöhtes Leben habe ich gerne. So. Ach komm. Da vorne. Leider keine Truhe hier oder so, ne? Nee. Schade. Das wäre ja wenigstens auch nochmal witzig gewesen. Nochmal eine Truhe irgendwo zu finden. Nightwing? Na kommt mal her hier. Zack, 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 zack. Na. Ich bin die letzte, die du siehst. Ach nö. Lass mal. Zack. Und wir verhören trotzdem nochmal. Sag mir was. Okay, hör auf. Danke für den Tipp. Danke. Das wäre fast in die Hose gegangen. Neutral. Immer gerne, Officer. Oha. Und neutral, das ist gut. Glockenturm, ich bin fast bei Talia. Gut. Trau ihr nicht über den Weg. Seltsam, das habe ich auch Batman gesagt. Er hat nicht gehört. Pass einfach auf dich auf. Ende. Okay. So, Talia. Batman hat dir und der Liga wohl schon gesagt, dass ihr in Gotham nicht willkommen seid, Talia. Ich werde sie nicht anführen. Ich wurde verbannt. Kaum vorstellbar, dass die Liga-Führung nicht vererbt wird. Hast du den Job nicht bekommen, nachdem du Ra's verbrannt hast? Mein Vater bestand auf Bruce als nächsten Anführer der Liga, trotz seiner Weigerung. Seit dem tragischen Duell ist Ra's Mission das Einzige, was die Liga vereint. Warum sollte Ra's seinen Nachfolger umbringen? Das ergibt keinen Sinn. In der Tat. Es war irrational von ihm. Ich wusste, dass Batman sein Ende sein würde. Doch die wiederholte Nutzung der Lazarusgruben zerstört unseren Geist. Und irgendwann wird das wahre Selbst gelöscht. Ich kenne dich, Talia. Du hättest deinen Vater als Marionette verwenden können. Da steckt mehr dahinter. Es war ein logischer Entschluss. Ein schnelles Ende für ihn, ein Schlussstrich für die Liga und für mich. Jetzt wollen sie meinen Tod. Warum ziehst du nicht weiter? Mach Urlaub auf Fiji. Verlasse Gotham. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Die Beerdigung war stilvoll. Bruce hätte sie zu schätzen gewusst. Lass ihn, wo er ist. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Nein, aber ich frag dich was. Was will ein Möchtegern-Held im Leichenschauhaus? Du wolltest doch nicht zu mir. Ist eine laufende Ermittlung. Laufend? Hinterlassen von Bruce. Ich wünsche dir viel Glück. Du wirst es bald brauchen. Denn wenn die Liga wieder auf die Beine kommt, ist Gotham ihr nächstes Ziel. Okay. Das ist nicht gut. Ja. Glockenturm, Talia führt etwas im Schilde. Überraschend, oder auch nicht. Hast du deshalb nichts zu Langstrom gesagt? Ich wollte ihr keine Hinweise geben. Das ist gut so. Glockenturm, Ende. No. Keine Hinweise an die Feinde geben. Das ist schon... Es gibt ein Problem. Kannst du zum Glockenturm kommen? Klar.
Hier ist eine Nachricht von Harley Quinn. Das wird dich interessieren. Von Harley! Das ist nicht gut. Harley, meine Liebe. Die gute alte Harley Quinn, die... Oha. Überraschung! Da war sein Schädel ein Trommel. Da war... Zack. Und einmal verhören, bitte. Spuck's aus, ja? Okay, ich sag dir alles, was ich weiß. Das wollte ich nicht. Danke. Alles. Schick. Und ein komischer Creepy Bär. Da auch noch mit bei. Aha. Schön Alkohol. Mhm. Teddybär von den für den Transport. Alles klar. Let's go. Ab zum Türmchen. Ab zum Glockenturm. Hopp. Wollen wir mal... Oh, 3 Verbrechen verhindert. Sehr niedrige Schwierigkeitsgrad. Okay. 4 Bonusziele abgeschlossen. 1 Polizisten gerettet. Und 5 Bürger gerettet. Sehr produktive Nacht. Harley hat Batman also kontaktiert mit... Keine Ahnung, einer Brieftaube und einem USB-Stick? Und so kamen wir an das Video? Dann lass mal gucken. Babs, Hilfe. Glauben wir, das ist echt? Bruce hat sowas nie erwähnt. Bruce hat nie was gesagt, wenn er mit Verbrechern gearbeitet hat. Ja, liegt nicht an dir, Tim. Aber es ist auch denkbar, dass Harley das erfunden hat. Spiel's einfach ab. Dann sehen wir schon. Oh Mann. Wie auch immer. Ich hab, was du wolltest. Hoffe, du bist nicht deswegen tot. Besuch mich doch mal in Blackgate. Warte. War Harley Quinn nicht weg aus Gotham? Also seit, naja, ihr Ex? Mich getötet hat? Meinst du das? Angeblich hat sie was für die Regierung gemacht. Etwas Legales. Sie hat irgendwas. Na, dann gehen wir zu Harley. Jetzt. Was für die Regierung? Wait a minute. Das war jetzt aber keine Anspielung an Dings, oder? Was für die Regierung gemacht, was legal ist. Ich muss kurz pausieren. Ne, was für die Regierung, was illegal ist. Das war jetzt aber keine Anspielung an Suicide Squad, oder? Also an den Film Suicide Squad, oder? Weil da hat sie ja, ne, mit einigen anderen Bösewichten zusammen... Ihr gegen ihren Willen natürlich Dings, was für Regierung gemacht.
Ne? Harley ist krank im Kopf, aber es bleibt ein genialer Kopf. Sie hat vielen Leuten geholfen, bevor Schönes? Sie auf Abwege geraten ist. Was haben wir hier Schönes? Aber warum soll... Ah, Batmans Maske. Und der Arm? Besuch also der Handschuh? Ich soll was? Er ging zu deinem als... Besuch doch sein Grab. Du gehst auch nie. Ich starre ja auch nicht auf. Das da. Manchmal bist du echt ein Idiot, Grayson. So ein bisschen Andenken an Batman. Neue E-Mails, okay. Oh. Anpassung des Bat-Cycles. Gib mal her hier. Also von der Farbgebung her gefällt mir das eigentlich so schwarz. Ich meine mal, klar könnte man sagen, ne? Das ist natürlich auch schön. Ne? Aber so Farbgebung muss jetzt nicht... Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich... wir haben einen 3D-Drucker, nett. Eine Werkbank. Apropos Werkbank, ne? Da hatten wir ja... Die drei, den da... hier sind sogar jetzt 26er verbundene Pfeile. Dann nehmen wir die. Natürlich. So, Ausstattung. Die 26er verbundenen Pfeile. Und ich zerlege auch gleich die anderen. Ne? Ups. Was schwächer ist, zerlege ich gleich. Dann haben wir da nicht so viel Müll hinter. Ne? So. Nahkampf haben wir nur das. Mods. So. Alles klar. Was haben wir hier denn? Also... Fallakten, klar, jetzt haben wir hier 1.4 Blackgate Blues. Den Ritterschlag. Herstellung betreten. 1. Anzug im Eternal-Stil her. Ein Anzug im Metall-Stil her, ein Anzug im Neon-Schwarz-Stil her und... Okay, da muss ich noch Anzüge anscheinend herhauen. Hier haben wir dann Batterings sammeln. Interessant. Also das sind so die verschiedenen Gebiete natürlich. Und wie viel allgemein Batterings. So, hier wäre noch Straßenkunstwerke. Graffiti und Straßenkunstwerke. Und Gedenktafel neben Orientierungspunkt von... also auch nochmal Orientierungspunkte sammeln. Interessant. Ja, wie gesagt, das ist dieser Ritterschlag und dieser Abwehrdurchbrechungsschwungfähigkeit. Alles klar. Ne, klar, wir haben jetzt hier auch wieder einiges an den ganzen Datenbanken. Ne? Ne? Aber ich würde sagen... Wir... Oh. Entschuldigung. Ich weiß, sollte man nicht so machen. Naja. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier aber auch die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn hier weitergeht. Talias Worte über die Liga sind besorgniserregend. Wenn sie wirklich keinen Anführer hat, dann... Okay.
sind sie absolut unberechenbar. Alles klar. Meinst du, sie geben zur Abwechslung mal Ruhe? Oh, Leute. Ich glaube kaum. Darf ich? Hätte ja sein können. Darf ich jetzt? Ja? Okay. Dementsprechend war's das für diese Folge und ich hoffe, ihr schaut auch morgen wieder rein, wenn es dann weitergeht. Hier mit Gotham Knights.